Herr Redl, schön, dass Sie Zeit haben für mich, über Willkommen in den meiner Garderobe. Spreewald-Krimi zu sprechen. Zeit der Wölfe heißt der 12. Fall. Der im April ausgestrahlt wird. Genau. Ich weiß. Wie waren denn die Dreharbeiten? Wie immer nicht ganz einfach, weil wir haben ja hier schwere logistische Voraussetzungen, also um das Ganze in Bewegung hier zu bringen, also alles, was man so braucht an Equipment, das hierher zu schaffen und dann auch über die Fließe sozusagen an bestimmte Orte zu bekommen, das ist eine sehr besondere Sache. Also das ist nicht mal eben so mit dem Auto und dann ist man dann über der Landstraße irgendwann da, sondern da muss man teilweise umsteigen, das wird auf Boote verladen und dann ist das mühsam, wo kommt man dann da an und muss es wieder abgeladen werden. Also das dauert alles seine Zeit und es ist, hat ein bisschen was mit dieser Langsamkeit und dieser Beschaulichkeit und dieser Weltentrücktheit dieser Region auch zu tun, wo alles, ich merke es jedes Mal, wenn ich hierher komme zum Drehen, ich steige aus dem Zug aus, komme aus Berlin, ich komme am Bahnhof an und der Puls geht langsamer. Alles ist langsamer, ruhiger, so, beschaulicher, kontemplativer. Macht das aus Ihrer Sicht auch den Reiz der Reihe vielleicht aus? Ja, absolut, absolut. Weil der Wald macht ja diese Vorgabe und der Wald hat ja eine enorme Ausstrahlung sozusagen als das, was er ist, als magisches Gebilde. Wenn man sich in diesem Wald verirrt, dann kann man die tollsten Geschichten erleben. Und das ist ja daraus, das ist ja unser Material sozusagen, was der Wald hergibt an Geschichten. 2006 war der Start der Reihe. Ist stimmt, ja so lange her. Ja. Ganze Weile. Ja. Was würden Sie sagen, wie hat sich auch Ihre Figur des Kommissars entwickelt? Ich kam als Fremder und bin nach wie vor ein Fremder geblieben. Also ich kam aus Dortmund wegen der Liebe, wegen dieser Marlene, weil wir uns irgendwie da in Dortmund verliebt hatten. Dann hatte sie ein Angebot hier nach Potsdam. Und dann hatte ich ein Angebot, na gut, dann ist das ja nicht so weit weg, dann gehe ich in Spreewald, dann in die Provinz, aber um der Liebe willen macht man ja sowas. Prompt waren wir hier, und das ist auch im ersten Teil, wird das thematisiert, verliebt sie sich in einen jungen, aufstrebenden, ein Arzt war das, glaube ich, ja. Und es tut ihr alles wahnsinnig leid und ich sitze nun da. Und sitze in meiner Wohnung und die Wohnung ist mir dann zu groß und dann ziehe ich irgendwann in so einen albernen Wohnwagen im Wald, sozusagen ziehe mich zurück in den Wald wie so ein Eremit, der so irgendwie so sein ganz eigenbrödlerisches Leben lebt, wird ein bisschen merkwürdig, auch ein bisschen unansprechbar, er gilt als mürrisch, als so jemand, der nicht gerade kontaktfreudig ist, also der nicht sozusagen also so diese so eine kölsche Mentalität von wegen, also hier überall mal ein bisschen plaudern und dies und das und jenes, das ist überhaupt nicht seine Welt. Es gibt ja noch einen anderen Kommissar in der Reihe. Wie ist dann das Verhältnis, wie hat sich das denn zwischen den beiden entwickelt? Fichte. Mhm. Ja, Fichte ist ja ein Eingeborener sozusagen. Ich kam ja hier als Fremder und um mich herum waren lauter ehemalige Ossis. Also auch die anderen Figuren und so weiter und Fichte eben auch. Gibt es natürlich am Anfang so, er schnuppert sich und so weiter, aber wir hatten dann sehr bald ein gutes professionelles Verhältnis. Ab und zu hat er sich darüber beschwert, dass ich ihn zu wenig informiere, dass ich zu mürrisch bin, dass ich ihn sozusagen immer nur rumschicke, ihn die Sachen so erledigen lasse und ihm das nicht genau erkläre und so weiter. Er sich immer so vorkommt wie jemand, der so benutzt wird. Aber das klärt sich dann auch auf, dann reden wir auch miteinander und dann geht es auch wieder. Aber na, es hat sich jetzt zu einer. Wir sind uns eigentlich auch sehr nahe gekommen, obwohl wir uns nach wie vor sehr fremd sind. Mentalitätsmäßig sehr fremd. Ja. Die 12. Folge, die jetzt läuft, heißt Zeit der Wölfe. Ja. Übrigens von Pia Striedmann inszeniert, kann ich nur sagen, eine herausragende junge Regisseurin, die es vorher noch nicht so richtig gab. Von der wird man noch hören. Mhm. Um welche Wölfe geht es denn in diesem Fall? Es geht ja nicht nur um die Tiere, ne? Einerseits ist es der Wolf, der ausgerottet werden soll, also die Schäfer da Alarm schlagen. Andererseits ist es eine Rockergruppe, ja, die grauen Wölfe. Oder ja. Die grauen Wölfe sind, glaube ich, die Türken. Ich weiß es jetzt nicht genau, wie sie heißen. Aber jedenfalls, sie nennen sich auch irgendwie, die da ihr Unwesen treiben und eben als Rockergruppe da
Raum beanspruchen, ja, und aber das ist mehr, und jetzt wird es etwas kompliziert, das ist nicht mehr so sehr mehr mein Fall. Ich habe ja dadurch, dass ich in dem Teil davor in eine Explosion hineingeraten bin, also ich lag in meinem Wohnwagen und dieser Wohnwagen explodierte und ich wäre fast sozusagen aus dem Leben geschieden. Ich lag lange im Krankenhaus und habe schwere Schäden mitbekommen. Auch man konnte es nicht beurteilen, wie weit das nun wirklich geht, wie weit das Gedächtnis noch funktioniert und. Hat sich alles wieder gerappelt, aber trotzdem sind jetzt in unserem Teil Zeit der Wölfe, sind plötzlich Veränderungen sichtbar und auch für Fichte wahrnehmbar. Das, was Krüger mal ausgemacht hat, war seine geniale Intuition. Der konnte einen Menschen verhören und dann hat er ihn angeguckt und hat er Fragen gestellt und er wusste, der Mensch lügt. Oder er wusste, der Mensch lügt nicht. Er wusste, er erkannte Hintergründe, Geheimnisse, die man gar nicht sozusagen wissen konnte, die rational erstmal gar nicht sozusagen thematisiert waren, die er einfach nur geahnt hat. Und er lag meistens richtig. Also aufgrund von genialer Intuition hat er Leute mehr oder weniger dann auch zur Strecke gebracht. Ja? Also er hat ihnen nachweisen können, dass sie in das Verbrechen, um was es da geht, verwickelt sind. Diese Fähigkeit ist ihm abhanden gekommen. Und deswegen gibt er den Fall, was die Wölfe betrifft, die Rocker, gibt er ab an Fichte. Weil er macht Pause sozusagen als Ermittler. Er hat dann einen Kontakt mit einem realen Wolf, den er sozusagen, mit dem er sich identifiziert, als die einsame, herumstreuende Kreatur in diesem Wald. Ja, die gucken sich beide an und fühlen sich unglaublich nah, ja, und verwandt. Ja. Und gibt so eine Begegnung mit dem Wolf, ist auch keine Angst vor dem Wolf und so weiter. Und er besucht ihn dann auch ab und zu, so kommt in sein Zimmer. Und kommt auch ganz nah, also es geht dann die Tür so auf, der schließt ja gar nicht ab in seinem Wohnwagen, der wohnt ja da in so einem Wald. Und dann eines Nachts schläft er da und plötzlich hört tap, 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 da kommt der Wolf und kommt ganz nah an ihn ran und schnuppert so und nimmt Kontakt auf mit ihm. Und friedlich, also er hat nichts Böses im Sinn. Und da fühlt er so eine Gemeinsamkeit, wo man sagt, wir sind zwei einsame Wölfe, die irgendwie in dieser Welt nicht ganz aufgehoben sind. Und das macht ihm Freude und andere verstehen das überhaupt nicht. Um Gottes Willen, das ist doch gefährlich und so. Wobei man jetzt sagen muss, wir haben auch mit einem echten Wolf gedreht. Und echte Wölfe sind Raubtiere. Und damit der Wolf überhaupt nah an mich rankommt, damit er überhaupt, also die sind ja sehr scheu auch, ne? Aber der muss ja durch die Tür so 5 Meter zurücklegen, dann bis zu meinem Bett und dann wirklich an mir schnüffeln, ja. Das war nicht einfach, die waren sehr misstrauisch. Und dann haben sie mir Leberwurst hier auf den Hals geschmiert. Und dann kam er natürlich und hat dann so. Und keiner wusste natürlich, wieso der so eine Nähe zu diesem Kommissar plötzlich hat, weil die Leberwurst wird ja nicht verraten, sozusagen. Aber das war ein besonders, das war so wie im Zirkus, wenn man dem Tiger das Maul aufmacht und seinen Kopf da reinsteckt, ja. Man weiß nicht, wie der reagiert. Das ist ein Raubtier. Das ist vollkommen, natürlich war ein Trainer dabei, der hätte jederzeit eingreifen können, aber das hätte auch ganz schnell so schnapp machen können. Also das war nicht ganz ohne, ehrlich gesagt. Wir haben, ja, also insofern, also es hat mir komischerweise sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte auch seltsamerweise keine Angst vor diesem, ich hatte vor vielen Sachen Angst, aber davor, vor dem hatte ich keine Angst, weil ich dem irgendwie vertraute, ich weiß auch nicht warum. Weil er irgendwie so, der hatte sowas Verlorenes im Blick. Und ich fühlte mich ihm auch wirklich auch privat verwandt. Auf der anderen Seite ist dieser Blick aber auch tödlich, der ist kalt. Also Tiere, also Raubtiere haben einen kalten Blick. Das heißt, sie gucken dich an als etwas fressen oder nicht fressen. Ja? Da gibt es ganz simple Kategorien. Also da gibt es keine zwischenmenschliche Empfindung, wo man sagt, naja, man müsste mal, man könnte mal, da gibt es nur fressen, nee, nicht fressen. Und nur das, also nur sozusagen möglich, also direkte Kommunikation sozusagen. Also mag ich den oder mag ich den nicht? Und reden kann man ja eh nicht mit ihm und irgendwas erklären kann man auch nicht. Also insofern
muss da eine Ebene entstehen, die dem Wolf sozusagen friedlich sein lässt. Das war jetzt nicht nur die Leberwurst, das war wohl auch irgendwie, dass er irgendwas in mir auch vielleicht gesehen hat, was ihm Vertrauen gab. Kann sein. Das war jedenfalls ein sehr schönes Erlebnis und ich möchte das nicht missen. Es gibt auch ein schönes Foto davon. Fällt mir gar keine weitere Frage eigentlich an. Wie der Wolf direkt vor mir steht. Also es gibt wieder so. Und die meisten Menschen glauben mir das nicht. Die denken immer, das ist doch eine Pappfigur. Ja? Das kann doch gar nicht sein, dass du mit einem echten Wolf da ja. in so einem winzigen Zimmer bist. Ja? Gut. Ich finde, da braucht man nichts mehr... Wir haben ja die ganze Zeit geredet hier. Ja, da braucht man gar nichts mehr hinzufügen. Wir wollen ja dem Zuschauer auch natürlich nicht verraten, wie es ausgeht. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle bedanken für das Interview, für die Zeit. War mir ein Vergnügen. Und viel Gut. Spaß beim Drehen. Wir sind ja hier am Set schon für den nächsten Film. So ist es. Für den